Hallo zum neuen Video. Heute geht es um die Frage, mit welchem Mikrofon mache ich meine Sprachaufnahmen in meinen Traveler-Videos. Nach vielen Suchen und auch Fehlkäufen bin ich dann bei diesem Mikrofon gelandet, dem Auna Multimedia mit der Bezeichnung MIC 900B. Der Anschluss ist USB 2.0, was aber kein Nachteil ist, da ja nur Sprachen übertragen werden. Daher ist dieser Anschluss absolut ausreichend und es gibt auch keine wahrnehmbaren bzw. störende Latenzen. Es geht alles super schnell mit der Datenübertragung. Bei meinen Sprachaufnahmen mit Adobe Premiere, mit dem ich ja ausschließlich nur arbeite, oder auch das Camtasia manchmal, das benutze ich auch, da empfinde ich es immer so, dass es wirklich keine Verzögerungen gibt. Also wird immer sofort geschrieben, so wie es gesprochen wird. Das Gesprochene ist sofort im Programm drin. Stromversorgung geht über den USB-Anschluss. Es sind keine Batterien erforderlich. Das mitgelieferte Kabel ist ungefähr so 3 Meter lang. Das Mikrofon selbst wiegt 295 Gramm und die mitgelieferte Spinne dazu wiegt nochmal 200 Gramm. Das Mikrofon ist 16,5 cm lang und da jetzt mal nochmal nachschauen. Genau, und 5 cm breit. Wenn es in der Spinne dann sitzt oder hängt, je nachdem wie man es aufbaut, hat es dann einen Durchmesser von 10 cm. Der Frequenzbereich liegt bei 30 bis 18 kHz, die Senderate liegt bei 16-Bit 48 kHz. Wenn das Mikrofon an ist, sieht man im Mikrofon auch so ein kleines grünes Lämpchen, also es ist eine LED-Lampe im Mikrofon verbaut, das dann euch auch direkt anzeigt, ob das Mikrofon an ist oder nicht. Es ist ein Stereo-Mikrofon, das bedeutet, auf Premiere zum Beispiel oder wer Tutorials macht, wie mit dem Camtasia-Programm, da hat man die Sprachaufnahmen dann in Stereo. Das bedeutet, man hat in der Nachbearbeitung für die Sprachaufnahmen nur eine Tonspur. Ich benutze das Mikrofon für meine Sprachaufnahmen in den Videos. In den Videos, wie ihr ja wisst, wo ich so potenzielle Tagesausflugsziele in Nordgriechenland vorstelle. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass mein Text, so wie er rauskommt aus dem Mikrofon, so gut wie fertig ist. Und es ist nicht nötig, die Sprachaufnahmen nachzubearbeiten oder Filter zum Beispiel drauf zu machen, zwecks Rauschunterdrückung. Bei Premiere gibt es kein Rauschen bei den Aufnahmen. Also ist wirklich kristallklar der Klang. Deswegen muss man auch nicht noch einen extra Filter drauf machen zum Beispiel. Daran mache ich dann halt auch die Qualität fest, des Mikrofons. Aber ich gebe euch mal hier zwei Hörbeispiele, dass ihr euch auch selbst ein Bild machen könnt, wie das Mikrofon sich in der Praxis anhört. Ein wunderschöner Strand, der mitten in der Karibik liegt. Könnte man meinen. Der Strand liegt im Nordosten der Insel, in der Nähe der Hauptstadt Lemnos. Der Sand ist so weiß und fein, dass es einen an Marmorstein erinnert. Überhaupt alles an diesem Strand ist eigentlich fast weiß. Die Sonnenschirme werden von einem schönen weißen Marmorblock gehalten und der Name der Beachbar ist natürlich in Marmor gemeißelt. Die Wasserfarbe geht von hellgrün nahtlos in Türkis über. Es ist extrem schön und der ganze Sand ist einfach bemerkenswert. Im ersten Video hatte ich euch das Wahrzeichen schlechthin von Thessaloniki, den Weißen Turm, vorgestellt. Wir sahen die Statue von einem Kriegshelden hier in Griechenland, von Nikolaos Vorzis. Und zu guter Letzt sahen wir im ersten Video den wohl bekanntesten Makedonen, der je gelebt hat. Alexander den Großen, was auch die größte Statue Griechenlands darstellt. Die Promenade wurde komplett renoviert und erneuert, die Arbeiten wurden beendet 2013 und öffnet die Stadt auf beeindruckende Weise zum Meer hin. Natürlich steht Adobe Premiere jetzt stellvertretend für alle Schnittprogramme. Ich arbeite halt nur damit, deshalb erwähne ich speziell dieses Programm. Ich bin mir aber sicher, dass zum Beispiel bei Final Cut oder bei den anderen Schnittprogrammen, die gängigsten Schnittprogramme, die Ergebnisse dieselben am Ende des Tages sind.
Dass man keine Pop- und TZ-Geräusche hört, liegt auch daran, dass ich auf meinem Mikrofon natürlich einen Popschutz drauf habe. Und meinen Popschutz, den ich benutze, habe ich euch ja im vorherigen Video von letzter Woche oder vorletzte Woche explizit vorgestellt, was ihr auch natürlich auf meinem Kanal findet. Zur Spinne, also die Mikrofonhalterung. Es gibt links und rechts zwei kleine Klammern, die einfach nach innen gedrückt werden und man steckt das Mikro dann da rein. Dadurch, dass in der Halterung auch eine Gummibeschichtung ist, verrutscht das Mikrofon absolut nicht und man kann in jeder Position damit arbeiten. Also normal oder auch kopfüber. In beiden Fällen kann das Mikro nicht rausfallen. Die Spinne hat einen 3/8 Zoll Schraubverschluss. Und es gibt auch einen Adapter mit in der Box mitgeliefert, um auf 5/8 Verschluss hochzuskalieren. Also kurz gesagt, es passt an jede gängige Mikrofonhalterung, wie ich hier eine habe zum Beispiel. Ich verlinke euch mal unten das ganze Paket, also den Popschutz, das Mikro und die Halterung. Und dann könnt ihr es euch ja auch nochmal in Ruhe anschauen. Ein Fazit. Ja, ich denke, ein Fazit ist wirklich schnell und einfach gemacht. Für so wenig Geld, was man dafür bekommt, das ist wirklich mehr als nur fair. Wirklich dickes Bravo an Auna für dieses Mikrofon. Seitdem ich mit diesem Mikrofon arbeite, macht es wirklich wieder Spaß, Audioaufnahmen am Rechner zu machen oder auch zu streamen, weil ich halt genau weiß, dass die Qualität sehr gut ist und ich mir keine Gedanken mehr machen muss wegen großartiger Nachbearbeitung dann und dass ich auch nicht mehr darüber nachdenken muss, ach, wenn ich jetzt die Sprachaufnahme mache, wie hört sich das dann am Ende an, kommt es dann sauber raus und alles fällt alles weg. Übrigens wäre das Mikrofon auch interessant für Gamer zum Beispiel. Also, außer Top-Qualität, meines Erachtens nach, meines Empfindens nach, bekommt man auch noch zusätzlich Arbeitszeit geschenkt, weil die Nachbearbeitung, wie gesagt, fast komplett wegfällt. Ich denke wirklich, dass man mit diesem Mikrofon nicht wirklich was falsch machen kann und es eine sehr gute Wahl ist und wäre für uns Hobbyfilmemacher, Gamer und noch vieles anderes mehr. Ich weiß nicht, wie viele Mikrofone ich getestet habe. Es waren sehr, sehr viele. Und es hat schon als für mich wirklich sehr, sehr viele gute Gründe, dass ich bei diesem Mikrofon dann auch geblieben bin. Also, in dem Sinne wieder, euer Costa, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.